Der unsterblich wirkende Karl Lagerfeld, der im Jahr 2019 mit 85 Jahren starb, lebte für einen Tag wieder auf. Der Couturier stand gestern im Mittelpunkt bei der größten Nacht der Mode in New York. $50.000 kosteten, so teuer wie nie, die Tickets für die Met Gala 2023, die von Vogue-Chefin Anna Wintour alljährlich veranstaltet wird. Diesmal präsentierte die Mediendiva unter den vier Co-Gastgebern den Schweizer Tenniscrack Roger Federer. Karl zu Ehren, lautete der Dresscode für den exklusiven Ball im Metropolitan Museum of Art. Auf dem roten Teppich flanierte Weltprominenz in aufwendigen Kleidern. Zu der mit goldenen Einladungen gebetenen Gala gab es eine Ausstellung unter dem Titel Karl Lagerfeld – A Line of Beauty. Sie zeigt 150 Looks, die der Modeschöpfer im Laufe seiner illustren Karriere entworfen hat. Karl der Große arbeitete neben Chanel für Häuser wie Ferdi, Chloe und Balmain. Unter Gästen aus Paris wie Ex-Präsident Nicolas Sarkozy mit Frau Carla Bruni war Model Claudia Schiffer, die Lagerfeld in den 80er Jahren entdeckt hat. Sie wollen doch immer gern einen deutschen Bezug, sagte damals Karl und stellte Kolumnist Michael Gräter ein unbekanntes Mannequin aus Düsseldorf vor, das erstmals Lagerfeld-Kreationen auf dem Catwalk vorführen durfte. Im Magazin Bunte erschien dann die Laufbahnpremiere der Blondine. Der spontane Einwand des Journalisten bei der Chanel Show, dass es für sie eleganter wäre, den Namen Schiffer zu ändern, lehnte Claudia abrupt ab. Sie hat mit Schiffer ihre Karriere gemacht, sich mit Lagerfeld auch mal überworfen und wechselte kurzfristig zu Yves Saint Laurent. Später war sie dann auf sicherer Seite. Sie heiratete einen vermögenden Mann. Davor spielte Claudia Schiffer mit dem amerikanischen Magierstar David Copperfield ein vertraglich und finanziell festgelegtes Medienliebespaar. Er wollte PR-Unterstützung in Deutschland und versprach ihr dafür, in Amerika zu helfen. Das brauchte sie gar nicht, die Revlon-Werbekampagne machte die Schiffer über Nacht in USA bekannt.